Hallo, ich bin Darina und ich studiere hier in Leipzig. Ich bin aus der Ukraine gezogen. Ich studiere jetzt im dritten Semester schon und mir gefällt das Studium, würde ich sagen, sehr gut. Das Besondere daran, was ich mag, ist, dass das gibt mir eine Möglichkeit, nicht nur etwas über Bücher zu studieren und etwas mit, das was mit Literatur zu tun hat, sondern etwas eher Praktisches, also auch etwas Wirtschaftliches, was ich sehr, sehr praktisch finde. Mein Schwerpunkt ist Kommunikationsmanagement und da lernt man viel über so Dinge wie Öffentlichkeitsarbeit, über Marketing. Und was ich mag, ist nicht bloß um Vermarktung irgendeines Produktes geht, sondern um Vermarktung eines kulturellen Produktes. Etwas, was ich auch sehr mag. Die Perspektiven danach sind natürlich vielfältig, weil hier auch andere Schwerpunkte gibt. Ja, aber zum Beispiel in meinem Schwerpunkt Kommunikationsmanagement, da kann man auch danach in jeder PR-Agentur arbeiten oder einfach in Marketingabteilung oder in jeder, was mit Medien so zu tun hat. Um in Deutschland zu studieren, muss man generell als Studierende aus einem anderen Land in UniAssist sich bewerben. Das ist so eine Webseite. Und da bekommt man alle Informationen, da schickt man auch alle Unterlagen und dieser UniAssist schickt es dann nach Universitäten, wo man sich bewerben möchte. Was über HTWK finde ich sehr gut, dass ich habe zuerst mal an unseren Professor Heiko Hartmann angeschrieben, als ich noch gar nicht hier studiert habe, aber er war sehr nett und trotzdem hat er mir geantwortet und hat er mir geholfen, dass ich zum ausländischen Studienamt anwenden kann. Und die helfen auch gerne. Also keine Angst, einfach E-Mail schreiben, aber am besten an die Person, die dafür verantwortlich ist natürlich. Und ja, die helfen einfach sehr gerne.